Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde G-Startup 2. Und ich würde sagen, wir legen auch hier direkt los, denn es gibt nämlich ein neues Update. Ich weiß nicht, ich glaube, das hier hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Und ich würde mal sagen, wir machen die Wände mal weg. Sollen wir die lassen? Ne, ich finde, so ist glaube ich besser, dann können wir das besser sehen. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal Start und dann gibt es hier ein Ausrufezeichen. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, tatsächlich warum. Ja, willst du auch noch mehr weggehen? Okay, so. So. Haben wir das hier auch mal behoben? So, zack. So. Also, wir könnten natürlich ein paar Dinge neu machen. Und wir haben ja natürlich schon einen Schraubendreher gemacht. Und ein Mikrofon, glaube ich, auch. Aber wir haben noch keinen Blu-ray-Player gemacht. Ich würde sagen, das gehen wir heute mal an. Der nennt sich SCGM Blu-ray. So, weiter. Ich denke mal, ergonomisch, Bewertung. Jo, 100% einfach ergonomisch, okay. Ich würde so alles so mittelmäßig machen, oder? Ja, okay, dann ist der halt ein bisschen... Okay, also Technologie und Ästhetik ist tatsächlich ein bisschen niedrig. Aber es sollte ja eigentlich ergonomisch sein, oder? Sie haben das heutige maximale Verkaufslimit für Schraubendreher erreicht. Okay. Produkt starten, oder? Machen wir einfach mal. So, er arbeitet daran, er schuftet. So, wir haben auch 8000, das ist, weil wir ein Darlehen hier gekauft haben. Ihr seht es hier. Allerdings seht ihr, dass wir nicht besonders viel Plus machen. Blu-ray Player verkaufte Waren. Wir haben natürlich ein bisschen mehr, weniger jetzt verdient durch die, durch das neue Dings. So, jetzt ist hier auf jeden Fall sehr viel abgegangen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall an diesem Tag definitiv Plus machen. Also ihr seht es. Wir haben natürlich sehr viele Ausgaben hier, wie man hier sehen kann. Gehälter, Büromiete und sowas. Risikokapital 0,0. Okay. Banküberweisung, tägliche Zahlung. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. $852 machen wir aktuell mit den Produkten. Wir haben auch nicht mehr so viel Minus. Also wir sind bald aus den Schulden zum Teil raus. Ja, Gewinnanteil haben wir aktuell nichts. Mal sehen. Mal sehen, wie es wird. Können wir eigentlich hier irgendwas Neues forschen? 640. Kreissäge gibt es als nächstes. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben natürlich auch noch Blu-ray. Ach, ist er jetzt schon fertig oder was? Komm her, Willi. Ah, er macht jetzt schon Blu-ray, okay. Aktuell gibt es nichts hier. Blu-ray ist natürlich jetzt auch relativ neu, ne? Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe mal, es wird gut. Aber sehen wir ja dann. So, machen wir hier mal ganz schnell jetzt hier. Um zu sehen, ob es was wird oder nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass es was wird, weil ich habe keinen Bock auf Minus. Okay, ergonomisch ist zu hoch in der Nähe. Ah, könnte ein Flop werden. So, mal gucken, ob der jetzt hier gleich auch Blu-ray macht. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder Plus gemacht. So, jetzt mach bitte Blu-ray. Please. Danke. So, unser erster Blu-ray-Dings ist jetzt gemacht worden. Warum gibt es denn jetzt Blu-ray? Ach, es gibt schon mal Blu-ray oder was? 107 kostet der, Alter. Ich habe doch schon mal Blu-ray gemacht. Na, dann möchten Sie dieses Konzept wirklich löschen? Nee.
Och nee, ich habe das ja gar nicht gesehen. Jetzt gehen wir natürlich wieder im Minusbereich. Ach du Heilige, Schätzer, Tagesabschluss. Jetzt haben wir minus 532 gemacht. Wir machen gerade wieder Minus, das ist sehr schlecht. Was ist hier falsch? Okay. Okay, die Preise sind ein bisschen gefloppt. Okay, das heißt, wir müssen ein E-Book machen. Mindestens ein Konzeptpreis ist nicht optimiert. Ja. Okay, dann müssen wir tatsächlich ein E-Book wieder machen. E-Book Craft. Ja, weiter. Wir machen auf jeden Fall alles in diesem Bereich. Weil dann könnte es eigentlich relativ gut werden. So. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Wir haben jetzt plus 210. Wow, warum haben wir denn auf einmal 1000 haben wir plus gemacht? Echt? Ja gut, wir verkaufen auch viel, ne? Zack. Ja, okay, es könnte jetzt auf jeden Fall geil werden. Jetzt machen wir hier ganz viel Minus. 3000 haben wir nur noch. Es wird schwierig jetzt. Wir müssen aufpassen. Wir haben immer noch einen Plusbereich. Das ist eigentlich relativ gut. Okay, wir haben jetzt plus 210. Das ist immer noch gut. Im guten Bereich hier. Oha. Oha, bitte. Ja. Das muss wirklich eine sehr gute Bewertung sein für den E-Book hier. Ja, wir haben einfach fast eine Bewertung von, von fast 100%, Alter. Ich glaube, der E-Book ist bis jetzt das Beste, was wir jemals rausgebracht haben. Ja, muss tatsächlich. Das ist das Beste, was wir rausgebracht haben. Gut, die Kosten sind natürlich auch ein bisschen mehr, aber wir kriegen 65 Dollar davon. Also wir kriegen praktisch das Geld eigentlich wieder. Wir kriegen ja immer 5 mehr. So. Kommt der heute nochmal? Ich weiß es tatsächlich nicht. Und das Coole ist ja auch, dass die beiden das machen. Das heißt, es geht relativ schnell. So, da ist er wieder und jetzt haben wir wieder Plus gemacht. So, mal sehen, was wir den nächsten Tag tatsächlich geschafft haben. So, wir gucken. Minus. Okay, wir haben wieder Minus gemacht. Ingenieur ist heute wegen Krankheiten nicht verfügbar. Bitte passen Sie die Arbeitslast entsprechend an. Jetzt ist hier auch wieder irgendwas, was hier nicht mehr wieder in Ordnung ist. Schraubendreher. Ist doch. Was will der von mir? Das ist doch. Egal, ich lasse es einfach mal so. Könnte auch ein Bug sein. Wir müssen eigentlich noch ein neues Mikrofon machen. Ja. Wollen wir noch einen neuen? Ich weiß es nicht. Also wir haben. Eigentlich möchte ich, dass wir erstmal so. Ja. Gut, Blu-ray ist natürlich. Blu-ray. Das hier ist tatsächlich das Beste aktuell. Die Stufe 1 hat eine Gehaltserhöhung von 9% beantragt. Aktuelles Gehalt. Nein. Dion hat, Designer hat gekündigt, nachdem seine. Den Blu-ray, sie hat. Ey, jetzt ist er auch noch weggegangen, oder was? Ja gut, ich muss auf jeden Fall einen neuen Designer suchen. Designer oder? Nee. Wie heißen die denn hier? Ingenieur, genau. Hä, der ist ja noch da. Ach so, der Designer hat das verlassen. Ah. 2,7. 2,6. Ach so, nee, 2,7 hier. Eingestellt. Zack. Ja, moin. Könnte ihn eigentlich in Urlaub schicken, weil ich mache ja gerade nichts Neues. Oha, wir haben gerade 4000 plus gemacht. Wir haben wieder 4000 tatsächlich. So. Wie teuer ist ein Mikrofon? Gucken wir mal kurz. Ach so, muss ich ja beim Designer hier gucken. Wie teuer ist ein Mikrofon? 2000. Nee, das können wir aktuell. Wir können aktuell tatsächlich nichts machen. Sie haben das heutige. Ja, okay. Gut, nächster Tag. Verkaufspreis plus 15 plus 70. Ein neuer Markttrend ist aufgetaucht und Haltungssystem ist dieses.
Woche besonders trendy. Sie haben, ja, das brauche ich nicht. Mindestens ein Konzeptpreis ist nicht optimiert. Ja, schön. Ein neuer Markttrend ist aufgetaucht. Unterhaltungssystem ist dieser Woche besonders trendy. Ja, was ist denn ein Unterhaltungssystem-Zeug? Ah, Blu-ray, okay. Ja, da sind wir doch gut dabei, Alter. Nö, die bleiben schön da oben. Trend, Blu-ray, okay. Nee, nee, nee. Das lasse ich so. Aber was wir mal kurz gucken können ist, okay, hier machen wir gar nichts mit. Mit dem Blu-ray-Dingens hier. Das ist ja scheiße tatsächlich. Wir sind auch wieder im Plus, sehe ich gerade. Ja, ich kann hier halt nichts anpassen, ne? Also, der zeigt mir ja an, ich soll was anpassen. Aber es geht nicht. Also, es müsste sich jetzt sehr erhöhen. Ey, warte, kann ich das löschen? Ja, perfekt. So. Warte mal, nächster Tag. So. Haben wir jetzt wieder Minus gemacht? Müsste eigentlich. Ah. Anscheinend doch nicht, okay. Ah, jetzt steht da nur noch einer. Perfekt. Wir müssten eigentlich nochmal ein neues Blu-ray-Dingens-Gedöns machen. Allerdings haben wir natürlich kein Geld dafür gerade. Weil 2000 ist tatsächlich zu viel. Forschung können wir auch nichts machen. Aber was geil ist, ist tatsächlich, dass gerade aktuell dieses Dingens hier im Hype ist, ne? Also hier, das hier. Okay. Kauft das denn irgendjemand? Tägliche Produktion, tägliche Kunden 8. Oha. Okay. Das ist wirklich eine geile Sache, ne? Eigentlich könnten wir den hier mal in Urlaub schicken. Savannah Levi. 2,7. Ja, komm. Kriegt sie. Ausnahmsweise. Wer ist das denn überhaupt? Ach so, wir müssen auch mal gucken, wie die denn hier so drauf sind. Also der ist nur noch bei 26%. Dann erstmal in Urlaub schicken. Ist das immer noch im Trend? Ja. Okay. Ah, jetzt haben wir wieder Minus gemacht. Okay, also im Urlaub. Und ja, Designer ist eigentlich auch noch ganz gut dabei. Okay. Er muss heute mal alleine arbeiten, macht aber nichts. So. Mal sehen, wie es wird. Ja, natürlich braucht er halt länger, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Der hat noch 90%, 61%. Junge, du machst doch nichts. Was willst du? Da kommt Designer. Ab mit dir. So, jetzt ist er nur noch alleine hier in der Firma. So. Zeigt er mir hier wieder 100 Sachen an. Ja, und hier ist immer noch irgendwie nichts. Ich weiß nicht, warum da ein Ausrufezeichen ist. Oh, wir machen irgendwie tatsächlich nicht mal Plus mit dem Ding. Und keine Ahnung, woran das liegt tatsächlich. Okay, einen Tag machen wir noch. Sind die jetzt wieder da? Ah ja, jetzt sind die beiden hier wieder da. Außer halt der, weil der ist noch bis Tag 25 weg. Jetzt geht es hier wieder ruckzuck. Aber wir machen trotzdem Minus, das ist schlecht. Ich frage mich, ob man tatsächlich sehr hoch in den Schulden kommen kann oder nicht. Es könnte sein, dass unser Business hier tatsächlich gerade in die Dingens schießt. Okay, jetzt macht er wieder 400 Dingens. Wieder Preise hier einmal anpassen, so. Okay, perfekt. Okay, wir haben jetzt wieder 3,6. Das ist eigentlich relativ gut. So, der Truck-Dingens hier muss auch gleich kommen. Bitte komm jetzt. Kommt er heute nicht mehr, oder was? Ah, doch jetzt. Ja gut, wir haben 4200. Also, ich weiß nicht, ob wir wieder Plus gemacht haben.
Ja, okay, wir sind tatsächlich gerade sehr viel im Minus. Okay. Wir bleiben 20.000 nur noch. Nice. Okay, Leute, aber ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, halt, euer Sandro. Ciao, ciao.